Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute tatsächlich schon den fünften Teil von Hashtag Ungeschönt, dem Format, in dem es einfach nur darum geht, Spaß mit Make-up zu haben. Keine Regeln, einfach ungeschönt, so wie es gerade läuft, mit den Challenges, die wir uns jeden Monat stellen, einfach zurechtzukommen und einfach Spaß zu haben. Wir, das sind einmal ich natürlich und Claudi vom Kanal Claudis Welt. Ich muss sagen, jetzt wo wir fast Halbzeit haben, ich bin einfach so, so happy, dass ich, als ich damals die Idee für dieses Format hatte, wirklich gesagt habe, okay, mit wem passt das? Es muss einfach Claudi sein und ich bin so froh, dass sie damals einfach Ja gesagt hat, denn ja, es ist tatsächlich so jeden Monat jetzt so ein bisschen mein Highlight, die Hashtag Ungeschönt Videos zu drehen. Und dieses Mal durfte Claudi sich das Thema ganz exklusiv alleine aussuchen, denn es ist ihr Geburtstagsmonat und sie hat genau wie ich im März das Challenge-Thema angelehnt an ihr Sternzeichen, denn sie ist vom Sternzeichen Zwillinge. Sagt man ja so, dass jeder Zwilling so zwei verschiedene Seiten hat. Falls ihr so an das Ganze glaubt, wisst ihr, dass so Zwillinge schon so ein bisschen ein schwieriges Sternzeichen ist. Und ich würde sagen, zum Teil passen so diese Vorurteile, die man zum Sternzeichen Zwillinge hat, schon so die Erfahrung, die ich gemacht habe. Aber sie haben auch immer eine sehr liebenswerte Seite auf jeden Fall. Und heute geht es darum, dass wir zwei Gesichtshälften schminken. Denn einmal meine günstige Gesichtshälfte sozusagen mit den günstigsten Produkten aus meiner Sammlung und einmal die Seite mit den teuersten Produkten aus meiner Sammlung, jeweils aus derselben Kategorie natürlich. Was natürlich zur Folge hat, dass die Sachen nicht unbedingt farblich zusammenpassen, denn es wurde nur nach Preis ausgesucht und ich bin sehr gespannt. Als erstes hoffe ich natürlich aber wie immer, dass es euch allen gut geht. Und falls es nicht so sein sollte, schicke ich euch ganz viel Liebe. Ich wünsche euch jetzt dabei ganz viel Spaß. Die Produkte habe ich alle natürlich schon hier rausgesucht. Und jetzt kommt noch der Clou. Wir haben sie jeweils uns gegenseitig zugeschickt, die Produkte günstig und teuer aus einer Kategorie. Und wir sollten raten und das mal einschätzen, wie teuer die Sachen sind. Und ich glaube, ich habe vollkommen versagt bei Claudis Produkten. Schaut auf jeden Fall bei ihrem Video vorbei, um zu sehen, wie das bei mir gelaufen ist. Und ich bin gespannt, wie Claudi das Ganze bei mir eingeschätzt hat tatsächlich. Wir starten natürlich als erstes mit Primer. Der Primer von Max & More müsste sich ungefähr unter einem Euro bewegen. Also da würde ich jetzt wirklich mich ganz weit aus dem Fenster lehnen und sagen 79 Cent. Ja, bei dem Benefit Primer ist es so eine Sache. Du hast da ja, glaube ich, eine kleine Größe, aber ich glaube, in Full Size liegen wir da auch so bei 27, 49 oder so. Also wenn man eine generelle, ne, Full Size 30 Milliliter oder so hat. Ich habe jetzt die Illuminating-Variante. Ich glaube, die gibt es gar nicht mehr, sondern nur noch die Matt-Variante. Und auf der teuren Seite habe ich von Benefit den Professional in der normalen Version. Ich glaube, ich mache hier teuer und hier günstig. Das heißt, ich starte einmal mit dem günstigen Primer. Ist so, ja, ein bisschen fester, fühlt sich eigentlich so ein bisschen an wie so eine Creme und ist so leicht rosa und ich habe viel zu viel genommen. Wie mache ich das jetzt bei meiner Nase? So. Den Professional benutze ich, weil er aber ein porenfüllender Primer ist, nicht über mein ganzes Gesicht. Das heißt, es ist jetzt ein bisschen blöd, weil normalerweise kombiniere ich den immer, sondern nur da, wo ich den sonst auch benutzen würde. Der ist eben in dieser festeren Konsistenz und gebe den eben hier um meine Nase herum nur auf. Ich gebe den nämlich sonst nirgendwo anders auf. Weiter geht's mit Foundation. Bei der Foundation würde ich tatsächlich sagen, die Riva Loves Me Foundation müsste bei 2,99 ungefähr liegen oder so, ungefähr. Und die Too Faced Born This Way Foundation, puh, die ist ja im High-End-Segment. Da würde ich auf 35,90 tippen. Und da habe ich einmal auf der günstigen Seite von Riva Loves Me. Es sind einige Riva Loves Me Produkte dabei, weil die einfach die günstigsten aus der ganzen Drogerie sind. Die Skin Optimizer Foundation. Ich habe die einmal in der 01, was helligkeitsmäßig das beste Match ist von den drei Farben, die es gibt. Und dann einmal die Nummer 02 noch, weil die so ein bisschen gelber ist als das hier. Und dann passt es ein bisschen besser für mich. Und für die teure Seite habe ich von Too Faced die Born This Way Foundation. Und ich habe hier übrigens die Farbe Snow. Und das wird farbtechnisch jetzt eine kleine Katastrophe auf jeden Fall, weil das hier passt auf jeden Fall besser. Ich starte auf der günstigen Seite und mixe mir das hier erstmal zusammen. Ich mag die so gerne vom Finish, aber die Farbe
Claudia hat es übrigens so, dass sie alle ihre Produkte halt in der Excel-Liste hat. Deswegen war das für sie richtig cool, weil sie musste einfach nur in der Excel-Liste nachschauen, was ist das Teuerste, was ist das Günstigste. Ich bin tatsächlich meine ganzen Sammlungen so durchgegangen, habe dann grob im Kopf geschätzt, so, okay, was sind meine teuersten Sachen? Hab die rausgesucht und dann immer so, keine Ahnung, 5, 6 Sachen die Preise verglichen, weil es einfach für mich unmöglich gewesen wäre, wirklich jedes einzelne Produkt durchzugehen. Aber ich glaube, es müsste eigentlich gut passen. Ich habe das, glaube ich, ganz gut gemacht bei meiner Auswahl. Ich sehe unten jetzt so einen kleinen Make-up-Rand, aber das ist jetzt einfach so. Jetzt nutzen wir die Bon de Soi Foundation auf der anderen Seite. Sieht so aus. Ja, das ist viel besser. Und natürlich jetzt wohl gemerkt auch quasi ohne Primer auf meinem Gesicht. Und eigentlich ist die sonst ein bisschen zu trocken. Ich weiß nicht, ob ihr es in der Kamera sehen könnt, aber in Real Life sehe ich auf jeden Fall, dass diese Seite schöner zu mir passt. Ich habe auch keinen Make-up-Rand. Wie gesagt, das ist die Farbe Snow. Und hier habe ich halt diesen Make-up-Rand, aber naja. Ich habe so viele Foundations und Farben in meiner Sammlung. Es hätte wirklich schlimmer laufen können. Weiter geht's mit Concealer. Concealer, da würde ich für Essence 1,49 Euro tippen und bei Becca, wow, 20 Euro. Und da habe ich wirklich einen richtig krassen Preisunterschied. Und zwar einmal für meine günstige Seite habe ich von Essence hier, ich weiß gar nicht, ob es den so noch gibt, ist auf jeden Fall der günstigste in meiner Sammlung, 16 Stunden Long Lasting Concealer. In der Farbe 10 Natural Beige, der muss ja hier hin. Und dann habe ich von Becca, habe ich bei TK Maxx gekauft, habe aber den Originalpreis jetzt rausgesucht, den Ultimate Coverage Longwear Concealer in der Farbe Leinen. Und der ist richtig krass Full Coverage, also wirklich, der deckt alles ab. Damit könnt ihr eure Wände streichen. Und hier, das ist super natural, soweit ich mich erinnern kann. Schauen wir mal. Ich mag das Applikator-Schwämmchen von diesem hier nicht so gerne, weil das so klein und super hart ist. Weil der Concealer ist schön hell und auch schön gelbstichig, was gut passt. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Ich bezweifle nur, dass diese Foundation jetzt halt noch mit dem Concealer gut passt. Also ich glaube, er wird sehr viel creasen. Man braucht so wenig davon. Der ist halt auch so richtig dickflüssig, ne? Und ich finde persönlich auch, dass man den nur mit einem Schwämmchen gut ausgeblendet bekommt. Ich habe es auch mit dem Pinsel, mit den Fingern versucht und so, aber der ist super, super dick, ganz klebrig und so. Und ja, man braucht so wenig. Ich sehe auf jeden Fall schon, dass es hier so schwerer in meinen Fältchen liegt und auch ja, schwerer aussieht von der Deckkraft sozusagen. Ich weiß nicht, inwieweit ihr einen Unterschied in der Kamera sehen könnt. Ja, ich mag beide, aber das ist definitiv für mich so kein Alltagsconcealer. Kommen wir jetzt zu Puder und da habe ich mich für loses Puder entschieden, weil ich irgendwie dachte, dass es fairer ist, loses Puder und dann welches davon ist das günstigste und teuerste, als halt auch gepresstes mit reinzunehmen. Puder stellt mich gerade hart vor eine Herausforderung. Riva Loves Me ist wahrscheinlich auch wieder so im 2,49 € Bereich. Aber La Mer, ich hatte da mal ein Gesichtsöl von, das war schon teuer. Aber als Puder 50 Euro. Komm, hauen wir mal einen raus. Und es ist jetzt shocking. Das La Mer Puder kostet, glaube ich, 75 Euro oder irgendwie so. Ich dachte mal, es ist Glas, weil hier fühlt es sich wie Glas an hier unten. Weil hier außen irgendwie nicht. Naja, es ist auf jeden Fall super, super schwer und ich habe es von einer Zuschauerin geschenkt bekommen und ja, war damals so, was? Ich konnte das fast gar nicht annehmen. Ja, ist auf jeden Fall ein loses Puder. Und dann habe ich als Pendant dazu, dachte ich, das hier von Riva Loves Me. Das ist aus einer Limited Edition, aber es gibt jetzt ja so eins auch im Standardsortiment. Das hat so mehrere Farben und ich versuche jetzt einfach das Weiß mit dem Gelb so ein bisschen zu mischen und okay, hier sind jetzt gerade irgendwie das hier auf meinem Finger sind 3,50 Euro Puder. Was ich sagen wollte ist, dass ich das jetzt versuche so ein bisschen ja, zusammen zu mixen. Ich habe hier zweimal den gleichen Schwamm von Luvia und werde halt hier günstig und hier teuer auftragen. Ich setze das unter meine Augen, auf meine Augen und an meine Nase. Dann gehe ich wirklich so mit den Resten einfach noch so ein bisschen hier so drüber, um nicht so richtig abzupudern, aber damit alles sich gleich so ein bisschen besser verblenden lässt. Auch hier so auf der Stirn. Das La Mer Puder zeichnet unfassbar schön weich, aber ich finde halt, das von Riva Loves Me macht das auch. Ich finde persönlich gerade eigentlich beide Seiten vom Puder her auf jeden Fall gleich schön.
Ich sehe, dass die Foundation einfach hier auf meinem gesamten Gesicht besser sitzt. Das liegt aber definitiv an der Pflege vom Primer, weil hier, da wo ich halt keinen Primer trage, besonders auf meiner Stirn und hier so um meinen Mund herum auch, alles so ein bisschen trockener aussieht. Weiter geht's mit Bronzer. Bei dem Bronzer würde ich bei Rival Loves Me auf 3,49 € tippen. Ich ja auch da, ne? Aber die Preise hat man ja so nicht im Kopf. Und bei NARS habe ich jetzt nicht gesehen, welcher das ist. Ich glaube, das ist der Laguna Bronzer. Da würde ich auch sagen, dass wir da so bei 28 € sind. Und da benutze ich jetzt auf meiner günstigen Seite diesen hier von Rival Loves Me. Der war mal aus einer Limited Edition, aber ist der günstigste in meiner Sammlung. Der war eine Zeit lang mal mein Alltagsbronzer und deswegen sieht man da unten schon die Pfanne auf jeden Fall. Also ich habe fast einen Hit the Pan. So, die Seite sieht schon mal ganz gut aus. Ist hier irgendwie so ein bisschen fleckig geworden an der einen Stelle, aber egal. Und jetzt machen wir die andere Seite mit dem NARS Laguna Bronzer. Und falls ihr wirklich schon sehr lange in diesem YouTube-Game drinnen seid, dann wisst ihr auf jeden Fall, dass das ein super gehyptes Produkt von ungefähr vor 10 Jahren oder so ist. Da hat das, glaube ich, angefangen. Der ist auf jeden Fall dunkler, meiner Erinnerung nach, und rötlicher. Das war eins meiner allerersten High-End-Produkte tatsächlich. NARS ist super teuer und das ist ja auch eine Originalgröße. Hat mein Mann mir tatsächlich mal geschenkt. Und der hat auch so leichte Scheinpigmente drin. Also ich würde nicht sagen, das ist richtiger Schimmer ist, hatte er vielleicht mal, aber jetzt ist es halt nur noch so ein ganz leichter, satinierter Schein. Das ist auch so der Sinn von Hashtag ungeschönt, ne? Den sollte ich vielleicht mal wieder öfter benutzen. Weiter geht's mit Blush. Beim Blush würde ich bei Rival Loves Me auf ungefähr 99 Cent tippen und bei Benefit, bei dem California Blush, die sind in der Full-Size gar nicht mal so günstig, ne? Ich glaube, die kosten da auch ihre 20,49 € oder so. Ich glaube schon. Rival Loves Me. Ich habe jetzt hier die Farbe 02 Light Apricot. Und auf der anderen Seite trage ich von Benefit den California Blush auf. Ich würde sagen, das ist so, ja, kommt schon in die, ja, gleiche Richtung, würde ich sagen. Aber darum ging es ja auch jetzt nicht, beide Gesichtshälften komplett gleich hinzubekommen, sondern wirklich nur nach dem Preis zu gehen. Der California hat halt schon so einen Schimmer mit drin, so einen goldenen. Würde ich jetzt schon fast sagen, sieht das aus wie ein Dupe. Nur, dass der matt ist und der hier halt so leicht schimmert. Okay. Ich finde, die sind sich so ähnlich. Das ist krass. Hier ist die Farbe halt noch so ein bisschen verfälschter, weil der Bronzer so ein bisschen intensiver war als auf der anderen Seite. Hier kann halt das Blush mehr so auch für sich stehen. Kommen wir jetzt zu Highlighter. Und hier ist der Unterschied auf jeden Fall auch sehr groß. Und ich muss sagen, ich habe gar nicht so viele High-End-Produkte. Also Claudia hat definitiv mehr. Und ich finde es spannend, dass wir jetzt trotzdem so viele unterschiedliche Produkte auch haben. Der Highlighter von Rival Loves Me in der So Cozy LE war, glaube ich, auch relativ günstig und lag auch so bei 1,49 € oder 1,99 € so den Dreh. Würde ich mich jetzt auf 1,49 € festnageln. Ja. Und das Ofra Highlighter Moped, die sind so bei, ich glaube, 21,50 € oder so. Glaube ich. Ich habe den So Cozy Highlighter hier für meine günstige Seite. Der ist ja so dreifarbig, war mal aus einer Limited Edition von Rival Loves Me. Und auf der anderen Seite habe ich von Ofra, jeder kennt eigentlich die Ofra Highlighter, oder? Von Samantha March den Highlighter Start Inspired. Und diese Farben mit dem Rosa und mit diesem Gold, das haben wir hier halt auch, ne? Ich bin sehr gespannt. Ich trage diesmal zuerst das Produkt auf der teuren Seite auf und ich gehe in alle Farben rein, also in beide. Das ist halt, ne? Ihr seht das schon. Das ist halt jetzt übertrieben. Macht nichts. Wie mache ich das jetzt mit meiner Nase? Ich gebe einfach beide gemixt, oder? Weil ansonsten, das ist ein bisschen schwierig. Wie macht man das sonst punktuell? So, oh nein, auf diese Seite darf ich ja nicht. Hier gehe ich dann auch in alle Farben rein. Und auch hier, ne? Machen wir das nochmal da drüber, wo ich eben falsch gemacht habe. Aber ihr seht, das ist super ähnlich. Der hier ist halt viel feiner als jetzt der von Rival Loves Me. Aber beides ist einfach ein extrem eisiges
leuchten. Dann geht's jetzt zu den Augenbrauen. Das Augenbrauenprodukt von Essence kostet bestimmt irgendwie so 1,99 Euro. Und von Nabla, das hatte ich dir ja auch drauf gemacht bei dem letzten ungeschönten Video, ne? Keine Ahnung. Ich sag jetzt einfach mal 25 Euro. Mein teuerstes Augenbrauenprodukt ist tatsächlich die Pomade von Nabla, die ich sowieso eigentlich jeden Tag benutze. Jetzt habe ich nur gestern meine Augenbrauen neu gefärbt und würde jetzt eigentlich gerade gar nichts eigentlich nutzen. Und das muss jetzt aber. Habe auf der anderen Seite auch ein sehr günstiges Augenbrauenprodukt. Es ging jetzt wirklich um farbliche Sachen. Ich habe halt auch sehr viele Augenbrauenprodukte aussortiert. Und das ist hier der Ink Brow Gel Waterproof Brow Like a Boss. Und ich habe jetzt hier die Farbe 02 Brown und bei Nabla ist es die Farbe Mars. Und ich werde das jetzt ganz vorsichtig nur vorne so ein bisschen aufgeben zum Auffüllen. Sonst nichts. Oh, das ist kein einfaches Produkt. Beim letzten Mal habe ich das nicht mit diesem Ding hier gemacht, sondern mit einem extra Pinsel. Aber das wollte ich heute gerne mal ausprobieren. Ich muss sagen, das ist mir zu intensiv, aber was sollen wir machen? Es werden halt zwei Gesichtshälften. Jetzt die andere Seite mit Nabla. Ich glaube, ihr könnt gut sehen, was für ein Problem ich gerade damit habe. Das ist einfach too much. Hier fülle ich noch so vielleicht so eine kleine Lücke hier so aus. Und jetzt werden wir das Ganze einfach noch fixieren. Klasse! Auch das Augenbrauen-Gel ist jetzt wieder ein bisschen schwieriger. Eveline Cosmetics ist ja super günstig. Sage ich mal 2,99 Euro. Ne? Und das, der 24 Hours Brow Setter, da müssen wir ja auch eigentlich von der Full Size ausgehen. Das ist jetzt ja auch eine Reisegröße tatsächlich. Wow, der kostet auch irgendwie so 27,49 Euro, glaube ich, oder? Auf der günstigen Seite habe ich von Eveline Cosmetics das Augenbrauen-Gel. Ich habe jetzt klare Augenbrauengele nur hier, weil ich alle farbigen auch aussortiert habe. Und das von Essence, dieses ganz günstige Augenbrauengel, habe ich auch aussortiert. Deswegen ist das von Eveline das günstigste, was ich habe. Das mag ich sehr, sehr gerne. Man muss es schön trocknen lassen. Ist ein bisschen nass. Ich streiche das auch immer so ein bisschen ab, bevor ich es auftrage. Aber ich finde das Ergebnis richtig schön. Ist natürlich schade, dass die Augenbraue selbst jetzt nicht so schön ist. Ich habe euch ja gerade gesagt, dass es so ein bisschen nasser ist, aber irgendwie ist das in Kombination mit diesem Farbzeug, was da vorher war, sieht das jetzt ganz komisch aus, wenn man das so ausbürstet. Und vorne habe ich auch beim letzten Mal nämlich nicht gemacht, das hier mit Augenbrauengel zu kombinieren. Und auf der teuren Seite habe ich von Benefit den 24-Hour Brow Setter. Und ich weiß, dass das eins von Claudis Lieblingsprodukten ist oder sogar ihr absolutes Lieblings-Augenbrauengel. Ich mag das gar nicht. Ich finde einfach, dass dieses Applikatorteil, das so ein bisschen, das ist so flach und hat so, ich weiß auch nicht, diese Noppen da dran. Das ist, ich kann damit, man kann das super gut durchkämmen, aber irgendwie weiß ich auch nicht. Und das tut irgendwie auch nichts für mich. Also ich finde, es hält halt einfach überhaupt nicht so gut. Aber man muss natürlich dazu sagen, dass meine Augenbrauen auch einfach anders sind als zum Beispiel jetzt auch Claudis Augenbrauen. Ich finde halt, andere Augenbrauenprodukte sind besser und für den Preis würde ich das euch einfach nicht empfehlen. Jetzt möchte ich gerne einmal mein Gesicht so ein bisschen fixieren bzw. einfach so ein bisschen mehr Feuchtigkeit wieder hinzugeben. Ich meine, dass das Fixing Spray von Max & More bei 2,99 Euro liegt. Ich war gestern nämlich noch im Action und von Ofra, ei, da würde ich jetzt auf 19,99 Euro tippen. Habe ich jetzt einmal hier Max & More Fixing Spray und ich weiß irgendwie gar nicht, wie ich das jetzt machen soll, das nur auf eine Seite zu sprühen. Ihr seht, mein Gesicht ist nass. Ich gehe da jetzt einmal kurz mit dem Schwamm drüber. Ich finde, dass es kein richtiges Fixing Spray oder so ist, sondern mehr so, ja, so ein Refreshing Spray. Bisschen so ein Setting-mäßig, aber nicht fixieren. Und auf dieser Seite wird es jetzt richtig spannend. Ich habe hier von okay, Ofra den Rodeo Drive Face and Body Mist. Rodeo Drive ist ein sehr bekannter Highlighter, auch von Ofra, den ich auch habe. Und schaut euch das mal an. Ich baue jetzt hier gerade das komplette Ding auseinander, weil irgendwie nichts rauskommt. Aber ich weiß nicht genau, wieso. So Leute, das können wir nicht auf uns sitzen lassen. Es sind zwar gerade 40 Grad in meinem Arbeitszimmer, aber
Das machen wir jetzt. Ich habe jetzt von so einem anderen Teil den Pumpi geklaut. Ja! Das sieht natürlich ganz besonders schön aus und noch mehr strahlend. Ich mag das richtig gerne, habe ich aber jetzt schon ewig nicht mehr benutzt und vielleicht ist das auch das Problem. Wir machen weiter mit den Augen und da habe ich zwei Paletten. Die ReLove Lidschattenpaletten sind immer super günstig bei knapp 2 Euro, liegen 1,99 oder so. Ne? Und die Dominique Cosmetics Palette, was war das noch? Ich glaube 45 Euro. Oder 49,90? Ich sage jetzt einfach mal 45 Euro. Ich möchte auf meiner günstigen Seite so ein bisschen smoky werden und auf der anderen eigentlich auch, aber irgendwie mehr sowas mit Blau und sowas machen. Wir starten also auf der günstigen Seite mit der Archivpalette von ReLove. Die ReLove-Paletten, diese kleinen, sind super günstig. Das ist jetzt hier noch eine unangetastete, aber ich habe die auch in einer meiner Boxen mit Cosmetic for Less. Ich weiß also dementsprechend, wie die so funktioniert. Und damit starte ich. Ich möchte es aber jetzt auch nicht so super, super extra oder so haben. Ich nutze als erstes einmal dieses kaki-grün-grau. Das setze ich jetzt erstmal nur so ein bisschen in die Lidfalte und so ein bisschen darüber hinaus, so als Blendeton. Dann nutze ich jetzt dieses sehr, sehr dunkle Grau und setze das auf mein gesamtes bewegliches Lid. Ich weiß, dass Claudia in ihrem Video auch eine Palette von ReLove benutzt hat auf der günstigen Seite, und zwar die Express-Palette. Auch die ist in einer meiner Boxen mit Cosmetic for Less. Und die mag ich sehr gerne, aber ich finde, bei der muss man ein bisschen mehr drauf achten, wie man dann auch die Farben aufs Lid bekommt und so. Da funktioniert es zum Beispiel am besten mit einem Glitterprimer oder angesprühten Pinsel. Dieses hier funktioniert sehr einfach. Also ihr seht, wie einfach es jetzt war, diesen Ton aufs Lid zu bekommen. Ich gehe jetzt einfach nur mal kurz über die Kanten noch drüber. Und jetzt nutze ich das Silber. Da gehe ich einfach mit dem Finger so rein und tupfe das einfach hier einmal komplett drüber über die dunkle Farbe, die ich gerade aufgegeben habe, und gehe mit den Resten am Pinsel einfach nochmal drüber. Diesen Ton hier nutze ich jetzt im Innenwinkel und unter meiner Augenbraue. Ich habe nämlich einen 15% Rabattcode, der auf das gesamte Sortiment gilt, eben auch auf ReLove und auch auf diese Paletten. Und dann spart ihr nochmal 15% auf die 2,99 Euro Paletten und die sind einfach mega. Und der Code für Cosmetic for Less, weil ihr da oft nachfragt, der ist übrigens nur für euch. Also ich verdiene nichts damit, wenn ihr meinen Code benutzt. Falls ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr etwas über den Link in der Infobox kaufen. Ich gehe jetzt einfach mit den Resten nochmal hier unten entlang. Das ist mein 2 Minuten Smoky Eye Look mit dieser wunderschönen Smoky Palette hier. Hier möchte ich jetzt gerne in dieses Khaki-Grün gehen. Die Dominic The Moment Palette, diese hier, bekommt ihr übrigens bei Purish. Also falls ihr die schön findet, könnt ihr da einfach mal bei Purish schauen, ob es die gerade noch gibt. Ich habe auch immer einen Rabattcode für Purish, auch für diese Seite. Der ist auch immer in der Infobox. Ihr könnt mich da auch sehr gerne über meinen Link unterstützen oder eben über meinen Code, wenn ihr den verwendet. Ich habe schon gesagt, dass ich blau benutze hier, oder? Jetzt bin ich einfach grün geworden. Naja, es ist, wie es ist. Und hier möchte ich jetzt gerne diesen hellen grünen Ton benutzen. Den setze ich auch mit meinem Finger einfach drüber, so wie ich das eben gerade hier auf der anderen Seite gemacht habe. Und dieses Grün ist einfach wahnsinnig schön. Und in den Innenwinkel setze ich jetzt noch diese Farbe hier. Ihr seht vielleicht auch, dass sie so duochrom ist. Nämlich einmal so ein bisschen grünlich und einmal so bläulich-rosa. Und auch hier unten entlang ein bisschen. Das ist meine Lieblingsfarbe aus der Palette. Weil es eben so wenig Duochromes gibt, die auch wirklich grün sind im Shift. Und jetzt nutze ich noch das Braun hier, um das so ein bisschen, also wirklich ein bisschen dunkel zu machen. Weiter geht's mit Eyeliner und da bin ich jetzt sehr gespannt. Ich dachte mir schon, da fehlt doch was. Deswegen kriegt ihr mich jetzt in meinem wunderschönen Renovierungsoutfit ungeschminkt und vollkommen ungeschönt. Ja, der ReLove Eyeliner müsste bei ungefähr einem Euro liegen. Ich glaube nicht mehr als ein Euro. Und der von Benefit, der Roller Liner, der ist auch wieder so sackteuer, 27,49 Euro oder so.
Auf der günstigen Seite nutzen wir wieder den von Relove. Das ist der Slick Flick Eyeliner und es ist mein Lieblings-Eyeliner. Es ist ein Filz-Tip-Liner und der ist tiefschwarz, malt über alle Lidschatten mit so einer Kugel drin und ist einfach perfekt. Und auf der anderen Seite trage ich jetzt von Benefit den Roller Lash Eyeliner auf. Das ist auch ein Filz-Tip-Liner und hier werde ich einfach nur meinen oberen Wimpernkranz entlang ziehen. Ich mag den aber dadurch, dass die Spitze einfach so lang ist, finde ich es schwer, den zu kontrollieren tatsächlich. Und er ist definitiv auch nicht so schwarz wie der hier und auch nicht so lang anhaltend wie der hier. Also schaut euch den hier unbedingt an. Auch den gibt es bei Cosmetic for Less. Und jetzt machen wir weiter mit Mascara. Und das ist wirklich spannend. Die Unbeatable Mascara von Riva Loves Me liegt bei, ich glaube, 2,99 grob. Ja, glaub schon. Und die Benefit They Are Real Mascara bei 27,49 Euro. Auf der High-End-Seite werden wir heute eine Mascara auftragen, die ich tatsächlich furchtbar finde. Es ist die Dare Real Mascara von Benefit. Übrigens, es sind so viele Benefit-Produkte meine teuersten Produkte, weil die einfach super teuer sind. Und weil ich den Benefit-Adventskalender letztes Jahr hatte. Ich hatte die aber auch schon als Mini-Probe, die Dare Real, und mag die überhaupt nicht. Ich finde, die sticht so, weil die Borsten sind so hart und ich mag es einfach gar nicht. Und auch der Effekt ist für mich einfach nicht sehr großartig. Die ist halt ganz nett. So, halt so eine normale Standard-Mascara, nicht großartig. Auf dieser Seite tusche ich jetzt auch mal nur oben, das mache ich sonst nie, aber ich finde einfach, dass es gerade zu diesem Waldelfenfeen-Look gut passt. Und werde jetzt auf dieser Seite hier die Unbeatable Mascara von Riva Loves Me auftragen. Und das ist definitiv eine meiner absoluten Lieblings-Alltags-Mascaras. Lässt meine Wimpern einfach grandios aussehen, super voluminös, super lang. Und hält den Schwung toll. Ich liebe die einfach dafür, was sie mit meinen Wimpern macht. Ich hoffe, ihr könnt den Unterschied gut sehen. Diese ist jetzt komplett neu, deswegen macht die meine Wimpern auf jeden Fall auch noch ein bisschen schwerer. Aber wenn ich die jetzt wieder so eine Woche oder so im Gebrauch habe, dann ist sie nicht mehr so extrem nass und dann wird es einfach noch schöner. Ich liebe diese Mascara. Jetzt geht's an die Lippen und da war ich so gespannt. Essence 1,49 MAC. 19 Euro. Auf der teuren Seite starten wir mit dem Lip Liner von MAC in der Farbe Cyber World. Und es ist einer meiner liebsten Lippenfarben tatsächlich, auch wenn ihr mich seltener damit seht. Spannend aus. Und auf der anderen Seite habe ich einfach einen von Essence genommen, der mir als erstes in die Hände gefallen ist von den allergünstigsten, die ich habe. Das ist der Draw the Line Instant Color Lip Liner. Die Farbe ist so ungrateful. Ist halt so ein sehr heller Mauve-Ton und ich kann mich so nicht ernst nehmen, ne? Ja, der Lippenstift dazu wird jetzt auch spannend. Lippenstifte, die von Max & More sind super günstig. Ich glaube, die kosten 99 Cent. Die kann man ja immer so in Sets auch kaufen, deswegen ist es ein bisschen schwierig. Aber ich würde mich jetzt auf 99 Cent festlegen. Der MAC Lippy liegt, glaube ich, im regulären Bereich bei 21,50 Euro, wenn ich mich nicht irre. Ja, ich habe sowas im Alltag getragen und würde es auch noch tun. Ihr habt mich oft gefragt, ob ich sowas halt auch tragen würde, wenn ich in die Uni gehe. Und tatsächlich habe ich diesen Lippenstift hauptsächlich in die Uni getragen, weil die Uni ist genau wie jeder andere Ort auf der Welt einfach einer, wo es nicht darauf ankommen sollte, was außerhalb von uns ist, sondern was in uns drin steckt. Zum Beispiel in unserem Kopf oder hier, ne? Und auf meiner günstigen Seite habe ich die 319 Indigo Plum von Action. Die habe ich euch auch schon gezeigt und den werde ich jetzt auf diese Seite auftragen. Auf dieser Seite habe ich dann halt auch was Passendes zum Lip Liner gewählt und es war dann halt auch zufällig lila. Ich bin so gespannt auf Claudies Look und vor allem jetzt auch auf meinen Schnitt von diesem Video, wie oft Claudie richtig geraten hat. Wie gesagt, ich glaube, ich war mega schlecht in ihrem Video. Schaut unbedingt vorbei. Lasst mich gerne wissen, welche Gesichtshälfte euch besser gefällt. Teuer oder günstig? Ich muss sagen, ich finde beide richtig toll. Mir gefällt nur bloß die Augenbraue nicht. Dann wünsche ich euch jetzt wie immer noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!